the tradition. I'm gonna fucking do it. Whenever, man. You ready? 3, 2, 1, go. Synth, bass. Yes. Hey, big boys and girls. Hier sind wir in der ersten Big Boys Podcast-Episode. Ja, so viele super Formate. Eins geiler als andere. Das ist Thomas und Peter. Zeigst immer auf andere Richtungen, Jörg. Ja, ja, voll, ich weiß. Es ist so hier irgendwo. Da ist der Jörg. Pointing at I don't give a crap. Ihr seid da bei mir. Das kann ich ja nicht sehen, ne? Du bist ja auf dem Masterschirm. Und so weiter und so fort. Wir fangen an, eine Tradition nicht zu brechen, nämlich die Shoutouts. Nämlich, erst Shoutout gehört mir Prellenkirchen, wie sie der Thomas nennt. Nochmal Thomas, Prellenkirchen, auch wenn sie ihre Vokale weggeben. Die supergeil viele, gusch, supergeil Merch-Artikel releasen und uns hübsch aussehen lassen. Und angeblich gibt es Video-Content bis in den Sommer hinein. Ja? Oder ja, Video und Sound. Live-Sessions, Studio-Sessions von ihrer unfassbar Orgenmucke. Ich feiere sie hart, weil sie sind super fresh, techy, aber bringen auch sehr viel Hübsches aus, aus der Ecke von Death und Cynic, finde ich. Also definitiv für Fans von dieser Mucke. Und ja. Sag es, was ist das für eine Mucke? Say it. Very, very progressive tech death music. Mit sehr gut. Ein bisschen Black Metal ist auch dabei und lauter Instrumental Wankery and Beautiful People. Wie viele Noten wollt ihr? Ja. Alle. Ja. Far. Thomas, du hast wen zum Shoutouten? Einen Projektpartner von dir. Einen Projektpartner von mir, ja. Yes. Ein Shoutout an den Herrn Kössler. Der Julius. Der Julius, ja. Nicht der Flo. Ja. Nicht der Flo. Flo ist auch geil. Flo ist auch talented. An den Julius, und zwar, weil der Herr Julius Kössler hat jetzt angefangen, auch wunderbare 3D-Videos zu machen, also 3D-Animationsvideos, beziehungsweise hat er jetzt auch auf ArtStation ein Profile und er macht es schon länger. Und er kann die Sachen wirklich, wirklich gut. Er hat für unser Projekt, für Spire of Lazarus, hat er die letzte Veröffentlichung, hat ein 3D-Animationsvideo gemacht. Und ich, ja, wie gesagt, ich bin jedes Mal, es ist nur jedes Monat so, okay, was kann er jetzt Neues? Auf einmal gut, also nicht so, ja, ich habe das ein bisschen, sondern es ist einfach da. So, okay, ja, ich mache das jetzt. Oh, alright. I guess we have that now, ja. Da gab es ja, vielleicht kann ich dich ganz kurz unterbrechen, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon angesprochen haben, da gab es ja ein wunderbares Educational-Video von ihm, ja, genau. Zu wie man Gitarre spielen lernt und was Maybe man da... Maybe we're practicing wrong. Ja, voll. aber hey, es war nicht nur lustig, da war auch sehr viel, also ein sehr großer Kern der Wahrheit, dieses ab und zu muss man einfach was probieren, was beyond deinen Capabilities, ja, genau. Ist. Das war legit Technik, das war legit dann, Methodik dabei. Ja, sicher, und dann einfach schauen, ob das geht, und wenn man es nicht geht, na, dann schraubt man halt zurück, ein bisschen runter, schauen, ob das geht, und so arbeitet man sich dann halt wieder hin. Ne? Ja. Ja, der Julius gibt auch Gitarrenunterricht, also auch via Skype, beziehungsweise whatever Platform. Und Music Production. Ja, hat angefangen mit, dass er jetzt auch, macht auch Mixing und Mastering, und ja, wie gesagt, also schreibt's ihn an, fragt selber, erkundigt euch. Ich kann nur sagen, Qualität ist beyond good. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich überzeugt und begeistert, nicht nur, weil ich mit ihm in einer Band spiele, sondern weil die Qualität halt auch einfach wirklich gut ist, und er arbeitet sehr professionell, er ist super, super nett und schnell in den Sachen. Also ja, keine Ahnung, für Metal-Bands, die gerade neue Sachen planen und ein bisschen mal was anderes ausprobieren wollen. He's the guy. Seine Devise ist definitiv wanna do it, did it. Ja. If you wanna do it, do it. Yeah. Stop talking, start doing. Jörg. So, nein. So, einen Shoutout haben wir noch. Peter, you wanna do it?
Ich war nicht über die Anna. Boah, ich weiß zwei, also ich weiß nicht, welchen einen du jetzt gerade meinst. Du darfst aber nur einen machen. Mountain. Ja, mach ja Mountain. Na, erstens, danke Pavel. Ja. Für dieses wunderbare. Ich hab. That is heresy! Ja, ich hab einige Stunden gebraucht, bis ich checkt habe, was es ist. Es ist einfach irgendwann per Post erschienen. Also, danke dafür. Und Mountain hat auch was Neues am Start, ein neues Album sogar. Das ist sehr fein. Kann man das rein als Atmospheric Post-Rock oder ist es einfach Post-Rock? Ich weiß es nicht genau. Es ist Mountain, es ist Berg. Wenn du einen Berg anschaust, das ist es. That genre, looking at a mountain. Ja, es ist sehr cozy und man sollte reinhören, um zu schauen, ob es gefällt. Definitiv. Spoiler, es wird gefallen. Auch das. Wie gesagt, Our Ancient Stall mit einem ziemlich coolen, spacigen Konzept dahinter. Und ja, completely self-made. Videos. Vor allem. Auch, ja. Good. Any more shoutouts? Let's get into the topic. Thomas, über was reden wir? Ich habe gedacht, wir reden über deine Tochter. Nein. Okay, gut. Ich habe es versucht, Leute. ja, wir reden darüber, was wir mal machen dieses Jahr. Was wird sich ändern? Was gibt's Neues? Was haben wir geplant? Was haben wir geplant? Und wen bringen wir dieses Jahr? Naja, etwas, was ganz obviously anders ist, ist diese Situation hier. Das supergeile Podcast-Setup vom Peter Gordebecke, der nebenbei einen Beauty-Podcast hat, wo es um Beard Grooming geht. Weil es ist so ein schönes Licht und so ein cooles Setup, super clean. Also, yeah, how to get beard with Peter. also wir sind auf jeden Fall flexibler geworden, weil wir den ganzen Spaß jetzt auch in einem Homeoffice-Setup sehr gut produzieren können. Die letzten zwei Episoden von letzten Jahr waren ja auch schon so und haben gesagt, okay, das geht sehr geil, das können wir live machen, das können wir jetzt auch mit Gästen machen, was wir auch machen. Wir haben dieses Jahr ja nicht nur Gäste von anderen Bands innerhalb der Wiener Szene, sondern wir fischen uns auch Leute von ein bisschen, außerhalb der Szene. Genau, ja. Dann ist es einfacher, wenn man das remote auch sinnvoll machen kann. Ne? Far und Professionisten, definitiv heavy Professionisten. Ja, wir teasern jetzt nur. bis die Episode rauskommt, weiß man es ja schon. Ne? Wir haben mal angefangen mit dem Martin vom Vibe Room. Und ja, der Johannes von der Klangfarbe, die ja jetzt auch unsere Promotion-Partner sind. Und geplant sind in Zukunft nicht nur Musiker, sondern auch Leute aus anderen Sektoren, aber die wir dann zu Themen befragen werden, ebenso wie Self-Marketing, Self-Presentation, Networking und so weiter und so fort. Halt auch Skills, die man als moderne Band so an den Tag legen kann. Dann möchte ich, sobald es unsere Regierung wieder zulässt, natürlich zurück ins Studio, nicht mehr in unseren Proberaum, damit ihr wieder unsere Amp-War seht, die so graciously gesponsert wird von vielen anderen Bands, sondern wir werden auch ein angepasstes Format machen, quasi so die Scene Talkers, nur ein bisschen mit mehr Leuten in einer Gesprächsrunde, und das dürfen wir dann in der Klangfarbe selber drehen. Wird auch ein erstes Mal. Wir haben natürlich Kamera-Equipment zu einem Grad. Wenn es Leute gibt, die sagen, sie möchten Teil von dem werden und sie möchten ihre Skills und Equipment dazustellen, ja, dann könnt ihr euch bei uns melden. Ja, es ist für Honor and Glory and no money. Ihr kriegt einen Kaffee zumindest. Ein Croissant vielleicht. Kommt doch mal. Ihr kriegt für 3,50 Euro einen Kaffee. so in die Richtung. Und was wir auch
bald einmal probieren werden, worüber wir gesprochen haben. Und damit putting Thomas on the spot again, ist Metal History Lessons mit unserem Profi, mit unserem Geschichtsprofi. Geschichtsprofi, wobei ich dazu sagen muss, es sind keine Metal History Lessons von mir, dass ich den Leuten erkläre, wie ihre Metal-Geschichte ist, weil das wissen die Leute oft besser. Der Gedanke ist eher so ein bisschen in die Richtung, wie das Interview, das ich auch mit der Frau Sarah Chaka geführt habe, ein bisschen darüber reden, ein bisschen von der akademischen Seite aus das Ganze auszuleuchten, ein bisschen auch darüber zu reden, wo stehen wir gerade eigentlich. Ich finde das ganz spannend, genretechnisch zu sagen, okay, wir sind jetzt eigentlich angekommen in einer neuen Generation von Bands und von Metal-Hörern und Musikern. Was hat sich getan? Worüber kann man noch sprechen? Was ist spannend in der Hinsicht? Auch soziologisch oder sozusagen historisch, aber das soll auf keinen Fall, es soll keine Belehrung werden von mir. Nein, du fängst jetzt nicht an mit, ja, und die Thrash-Metal-Szene in der Bay Area, bla bla bla, weil das kann man alles Wikipedia durchlesen. Was wir meinen ist eher, da suchen wir uns Leute, die sagen, ah, okay, dieses Genre ist definitiv eins, dem kann ich sehr viel abgewinnen und den fühle ich mich zugehörig. Und die versuchen wir zu kontaktieren und einzuladen und der Thomas oder vielleicht auch einer von uns wird sich dann zusammensetzen und genrespezifisch einen Diskurs führen. Ich glaube, das könnte ein bisschen Abwechslung bringen und ein bisschen interessanter sein. Ja. Es kann auch Thomas sein, dass ich wieder... Nur kurze Zwischenfrage, weil mir das jetzt gerade eingefallen ist und vielleicht ist das auch spannend. Weil man kann ja auch aus der Geschichte lernen, sozusagen. Und ich will jetzt nicht irgendwelche Fehler betonen, sondern eher auf, ob man bestimmte Trends vorhersagen kann oder ob wir uns da überhaupt einmal drüber trauen. Weil du sagst eben, wir sind jetzt irgendwo angekommen und man hat vielleicht auch irgendwo sehen können, ah, okay, vom Metalcore ist dann das die sinnvollere Steigerung oder Folge etwas. Wenn du sagst, du möchtest es auch akademisch etwas ein bisschen mehr angehen. Ich hätte auch durchaus noch ein paar Leute aber ich hätte durchaus noch die ein oder andere Person aus der Wissenschaft auch, die ich gern mal einladen würde. Unbedingt. Zum Podcast, die auch ein bisschen sich in dem Bereich irgendwie beschäftigt haben. Ja, aber sowas kann man durchaus reden. Und ob wir aus der Geschichte lernen können, werden wir sehen. Das weiß man erst im Nachhinein. Ne? Genau. Was kommt als nächstes und wie kann ich darin investieren und ist es genauso gut wie Bitcoin? Genau. Für diese Fragen bitte kontaktieren Sie Herrn Viktor Sohm. Viktor hat auf jeden Fall einen sehr guten Riecher für das, was sich tatsächlich ergeben kann in nächster Zeit. Jetzt das ist korrekt. Ja. Jetzt Sachen Bitcoin oder Musik? Beides. Danke sehr. Damit habe ich gerechnet. Ja, definitiv. Wo ich einen Trend von unserem Podcast sehe, ist definitiv ein bisschen mehr in Richtung Plattform für andere Leute und weniger diese Podcasts, wo wir zusammensitzen und quatschen. Zwar schon auch, aber nicht mehr so der Fokus. Ja. Und Q&As, so lustig sie sind, werden wir eher zu einem quartalsmäßigen Live-Event machen, weil das war im Dezember extrem, extrem lustig und spannend, weil einerseits ist der Vorteil für euch Leute, dass ihr nicht uns die Fragen schickt und dann müsst ihr 4 Wochen warten, weil wir für alle, die es nicht wissen, wir haben immer einen Drehtag im Monat, wo wir all unsere Gäste und all unsere Episoden drehen, schlichtweg, weil es effektiver ist, weil wir nebenbei noch viele andere Sachen machen wollen. Und Effektivität ist eine Priorität von uns allen. Und ja, deswegen werden wir das dann rechtzeitig announcen. Man kann uns dann natürlich so ein paar Tage vorher oder Woche vorher natürlich schon die Fragen schicken, wenn man sagt, okay, gut, man hat keinen Bock, dass man bei dem Live-Event dabei ist, aber man möchte seine Frage trotzdem beantwortet haben. Und für die, die halt dann spontaner sind oder so, die können sich dann den Live-Event geben und uns die Fragen gleich schicken oder mit uns in den Diskurs
treten. Es sind nicht nur die Live-Fragen sehr, sehr cool und amüsant. Ich bin auch ein sehr großer Fan von den ganzen Usernames, die ich dann jedes Mal wieder sehe. Ja, voll. Weil ich werde noch sehr, sehr lange lustig finden, dass irgendwann plötzlich eine Frage kommt von Müsli Obama. Das ist. Das war die Michelle, oder? Ja, das ist ja. Michelle. Müsli Obama. Ich stelle mir dann oft vor, entweder die Leute sitzen Stunden und Tage lang und überlegen sich einen intricate Nickname, oder sie sitzen da wie Gun to the Head, also you need a username right now. Also, sie haben ein Müsli stehen und zufällig einen Bericht vom Obama. Müsli Obama! Enter. Und that's it. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ihr habt aber beide schon extrem, ihr hättet extrem gute Usernames, wenn ihr sie verwenden würdet, Mr. Jäger King und Mr. St. Petersburg. Aber ich mache mir die Mühe, für alle meine Freunde mit unglaublich dämlichen Nicknames zu kommen die ganze Zeit. Du hast insofern schon den besten Nickname, weil die meisten Leute wissen nicht einmal, dass es ein Nickname ist, sondern sind fest davon überzeugt, dass es dein echter Name ist. Wobei es ist mittlerweile auch ist. The word is out. Es gibt schon Leute. Also das Geheimnis ist ein bisschen gelüftet. Ja, we will kill them. Als würde es irgendwen interessieren. Ich weiß, wie der Thomas wirklich heißt. He knew too much. Yeah, and now he knows nothing. Passt, danke. Tschüss, schönen Tag noch. Wir haben jetzt noch ein also das war es mal so, wie ich gerne Housekeeping. Big Boys 2021. Ihr seid natürlich der Core, ja. Beziehungsweise alle, diese Episode noch immer schauen. Wie immer gilt Feedback, Träume, Wünsche, Vorstellungen, damit wir was für unsere Spambox haben zum Ignorieren. Wir freuen uns über jeden Input und jede Frage und fern jegliche Interaktion, natürlich. Thomas, Peter, noch was dazu? Nope. With that said, America in turmoil, civil war or not. Wir haben einen Resident Specialist, wenn es um Iced Earth geht, nämlich der Thomas Fernes, was sein echter Name ist. Und ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt, ist eben Künstler und Kunst, politische Message, private Message, kann man das teilen oder vereinbaren? Wir hatten es in den vorigen Episoden auch mal kurz, aber wir finden es einfach super spannend und jetzt gibt es wieder einen weiteren Fall. Thomas, klär uns kurz auf, für alle, die es nicht wissen. Der weitere Fall oder der alte Fall? Der alte neue Fall? Case John Schaeffer. Für alle, die es nicht wissen, es wurde das Kapitol gestürmt, mit auch einigen Toten leider in den Konsequenzen draus. Wir sprechen von Washington D.C. Wir haben kein Kapitol, wir haben ein Parlament. Und das wurde nicht erfolgreich gestürmt, auch wenn es tatsächlich versucht wurde. Warum auch immer. Auf jeden Fall, das Capital Storming in DC, und es war halt relativ funny, dass für uns, zumindest für alle Eisdorf-Fans, war es halt funny, dass in den nächsten Tagen auf einmal kam dieses Bild so, mit der Quest damals noch von Metal Injection, mit der Frage, could this be John Schaeffer from Eisdorf? Und alle Eisdorf-Fans waren so, das ist definitiv der John Schaeffer von Eisdorf. Ich weiß nicht, ich bin gesessen, nämlich wirklich, und hab ihn dann gegoogelt, ja. Weil ich habe schon gewusst, wie er ausschaut, ja, und ich war da wirklich so, ist er das? Nein, das wird er doch nicht sein, oder? Und dann kam schon die Bestätigung hinein, ja. Ich hab zuerst nicht geglaubt, dass es ist, aber ja. Ich meine, die Sache ist, Shoutout wieder an den Victor. Der Victor hat es schon gesagt, die Band war irrelevant schon vor sehr vielen Alben. ist schon ein alter Hase, aber die Grundfrage, die halt da dabei mitgespielt hat, war, was ich tatsächlich auch gesehen habe, dass es doch eine große Fraktion von Fans gegeben hat, die gesagt haben, hey, alle europäischen Fans, ihr haltet jetzt die Schnauze, weil das ist US-Stuff
Und wenn ihr die Band nicht supportet, dann seid ihr einfach Scum. Und wir gründen, es sind eigene Facebook-Gruppen und Facebook-Pages entstanden. Support John Schaeffer, Patriotism, das geht so weit, wie es tatsächlich Trump-Support Hand in Hand. Also da ist tatsächlich, die Fanbase ist halt komplett gespalten. Die Leute, die halt sagen, hey, das geht nicht. Ja, das ist einfach nicht okay von so vielen Seiten aus. Ja. Politische Gesinnung hin oder her. Das war eine Aktion mit wo Leute gestorben sind, wo Leute verletzt worden sind. Abgesehen davon, dass es einfach eine absolut hirnrissige Aktion war. Und da eben als Trump-Supporter in der ersten Reihe mit dem Bear Spray und der Proud Boys-Kappe. Ah, nein, nicht Proud Boys, Oathkeeper. Kappe. Same difference. Ist even worse, ja. Ich wüsste nicht mal so den Unterschied. Oathkeeper ist eine Military, die sich für die, die sich also einsetzt eine, für die eine, Sicherheit von der Constitution, von der also Democracy. Eine Miliz ist das auch. Eine Miliz, ja. Ah, okay, eine Miliz, ja. Okay. Und ja, das war, ja, ist eine relativ unnötige Aktion. Ist halt wieder die alte Diskussion drüber, alle wussten's. Ja, es ist nicht, wie soll ich sagen, es kommt nicht überraschend. Jeder, der die Band ein bisschen länger hört, weiß, dass der John Schaeffer auch beim Alex Jones war zum Beispiel, vor Jahren schon, nachdem er The Creature of Jekyll Island gelesen hat, das von einem ziemlich, ziemlich rigorosen Verschwörungstheoretiker geschrieben worden ist, und das war halt der Pfad zu sozusagen diversen Lektüren, die ihm nicht gut getan haben, weil das letzte Interview, das er geführt hat mit Metal Sucks, war auch relativ fragwürdig, wo eben wo er Corona etwas es ist falsch angegangen. Und vor allem, du hast halt gemerkt in der Argumentation, es kommt immer wieder dieses, ja, educate yourself, read yourself, wo du weißt, okay, gut. Er hat Infos, die er einfach nicht sharen will. YouTube University! Voll. Und ich muss sagen, sind die Beste. Ich befürworte kritisches Denken, absolut. Ich finde auch, es ist wichtig. Ich bin niemand, der sagt, kauf alles, was gerade kommt. Vom Government auf keinen Fall. Wo ich aber sagen muss, wo für mich die Grenze halt ist, ist dann eben diese Sache Oathkeepers und Trump-Patch am Rücken mit Defend Democracy, so in die Richtung. Und wenn sie uns dazu zwingen, dann benutzen wir auch Gewalt. Und Bearsprays für jeden, die es nicht wissen, die Dinger sind heavy. Ja, also wenn du sowas mitträgst auf einer Riot, dann you mean business. Ja. Das heißt, das war schon heavy stuff. Das ist eigentlich die Geschichte. Und jetzt wird er ins Jail gehen, weil er ist in Federal Prison und er hat mindestens 6 Charges against him. Der Central Media hat die Band gedroppt. Der Hansi Kürsch ist aus Demons and Wizards ausgestiegen. Was im Endeffekt das Projekt halt für beendet erklärt. Und ja, die Band ist tot. Also da kann nichts mehr kommen. Außer die einzige Richtung, in die es halt jetzt gehen kann, ist tatsächlich zu sagen, okay, wir machen nur mehr diese Art von Musik. Patriot Metal. Ist es für dich, weil ich meine, das haben wir ja eh schon mal besprochen, aber nur nochmal, um das klarzustellen, ist es für dich jetzt noch möglich, diese Band zu hören? Wollte ich nämlich eher hin, weil all das, was jetzt passiert ist und passieren wird und so weiter, behandelt jetzt die Major richtig, Outlets. Richtig. Und nein, nicht nur das, sondern darüber ist einfach die Justiz verantwortlich. Voll. Was mich eben auch wie den Peter interessiert, ist, ich hab dich, Thomas, als diehard Iced Earth Fan kennengelernt. Ja, also ich muss glaube ich sehr, sehr lang nachdenken, ja, dass mir mal von früher Konzerte einfallen, wo du nicht mit Iced Earth Shirt herumgelaufen bist oder mit welcher Passion du über die Musik von dieser Band halt sprichst. Ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, so wie ich 18 war, 18, 19, habe ich auch Iced Earth entdeckt und habe das eigentlich ganz cool gefunden und habe sie als meine Alternative zu eben Bands wie Metallica oder Slayer gehört, weil ich mir gedacht habe, okay,
die können komponieren irgendwie. Die machen halt Thrash Metal, aber auf eine überraschende Art und Weise mit langen Kompositionen, was mir damals sehr, sehr wichtig war. Ja. Aber mein Bezug ist halt nicht so intensiv, so wie deiner. Ja. Wie gehst du damit um? Oder wie gehst du damit nicht um? Was sind dein Coping-Mechanism zu dieser Situation? Ja, ich meine, ich gehe mal von dem aus, das ist nicht abgeschlossen für dich. Du hast noch immer irgendwie daran mental zu arbeiten. Ja, ich meine, ich habe jetzt mental daran sicher nicht so viel zu arbeiten wie die Band selber. Und wie gesagt, dadurch, dass die Band halt schon ihren Zenit seit langem überschritten hat, ist halt auch, wie soll ich sagen, es ist ein unrühmliches Ende für die Band, was ich halt einfach nicht so schön fand. Dass es halt einfach so disgraceful in den Arsch gegangen ist. Ich meine, auf der anderen Seite, die Diskussion war hart, teilweise in den Foren und in der Facebook-Page, dass Leute halt gesagt haben, ich dachte, wir hören Metal. Das ist eine Metal-Aktion. What's your fucking problem? Ja, so in die Richtung, you fucking pussies. Was ist euer Problem? Dass der Typ halt gemacht hat, war für seine Beliefs anstehen und das war Metal as fuck. Es ist halt super, super schwierig, die Diskussion da anzusetzen, weil ja, okay, Metal ist Rebellion und Metal ist sicher nicht, wir fressen alles, was der Staat uns gibt. Aber Metal darf halt sicherlich auch nicht sein. Ich stürme. Keine Ahnung, Leute werden verletzt, weil ich ein Vollidiot bin, der auf Verschwörungstheorien reingefallen ist. Und vor allem ich, das, was mich halt dran stört, und das ist der Grund, warum ich halt aufgehört habe, die Band zu hören, ja, ich höre sie nicht mehr. Das ist für mich. Demons and Wizards ist noch ein bisschen was anderes, weil der Hansi Kürsch dabei ist. Es ist irgendwie so. Aber ich höre eigentlich nichts mehr, wo der John Schaefer dran beteiligt war. Weil für mich, was mir am Arsch gegangen ist, ist zu sagen, okay, ich nehme alles, was ich nehme alle Verantwortung, die ich gegenüber den Hörern habe und gegenüber den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Hansi einen Anruf gekriegt hat. By the way, ich gehe jetzt das Kapitol stürmen, du kümmerst dich um Demons and Wizards. See you in a while, bye. Und das ist halt, ja, ich weiß, ich hab's unter so viele, weil, keine Ahnung, es haben mich so viele Leute verlinkt und da glaube ich allen Sachen. Ich hab's immer wieder geschrieben, if you're gonna be dumb, you gotta be tough. Ja, und wenn du sowas aufhörst, dann friss es. Ja, dann friss es. Aber wirklich mit allem, ja. Und wenn du dann 7076 spielen willst im Capitol, well, then face the music, man. Was ich halt schade finde, ist, dass es halt die Fanbase so spaltet. Und ich persönlich, ich gehe so damit um, dass ich sage, ich höre es nicht mehr. Es ist für mich, ehrlich, ich werde jetzt nicht gehen und meine CDs verbrennen und T-Shirts verbrennen. Ich kann es spenden, das ist eine gute Idee. Ich spende es vielleicht an Caritas oder wie auch immer. Ja. Aber ich werde jetzt sicher nicht anfangen, den Stuff zu verbrennen oder wegzuwerfen. Aber ich, für mich ist das halt erledigt. Das ist halt so, okay. Dieser Mann war im Endeffekt ein Nutjob. Es ist eine ähnliche Sache wie jetzt bei Manson. Ich werde die Musik nie von der Person trennen können. Vor allem nicht, wenn es eine Person ist wie der John Schaefer, der für mich halt einfach das Role Model war. Lange Zeit, was Musik angeht und was Songwriting angeht, was Technik angeht. Also, ja, Idol ziemlich hoch, aber ich habe kein Problem damit zu sagen, okay, I guess that's not accurate anymore. Und es ist auch, was ich allen Manson-Fans jetzt gerade nahelegen würde, sucht bitte nicht nach Entschuldigungen. Wir wissen alle, dass der Typ sich über Jahre behandelt hat wie der ärgste Psychopath. Und wenn du dich selber so behandelst, es ist kein weiter Weg, gedanklich, dass du draufkommst, wie der Typ mit anderen Leuten umgegangen ist. Ja. Also das ist für mich halt einfach klar, so wie der Typ von Bad Wolves oder wie sie geheißen haben, keine Ahnung. Man, if you gotta say shit on the internet, face the music. Face the music, wie, man. Wie glaubst du, ist das mit der Fanbase jetzt von Iced Earth? Glaubst du, weil, sagen wir so, es gibt ja immer wieder Bands, wo es irgendwie herausstellt, dass ein Dude weird ist oder halt tragische Sachen sagt oder komische Ideologien hat. Aber ich glaube, In vielen Fällen, wenn man jetzt in, sagen wir mal, in einem etwas populäreren oder breiteren Genre ist,
gibt es einfach sehr viele Fans, die eine Art Disconnect haben, die nicht, die sich einfach nicht damit beschäftigen. Für denen ist es kein Thema, sie bekommen es nicht mit, teilweise, oder ignorieren es und hören halt weiter die Musik so auf, ja, aber die Musik ist ja geil. Glaubst du, das ist bei Iced Earth auch der Fall, oder sind das einfach sehr viele Fans, die doch so informiert sind, dass sie Stellung nehmen? Dass sie entweder sagen, ich höre es aktiv, weil das war Metal as fuck oder es ist mir wurscht oder ich befürworte das sogar. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass gerade bei Iced Earth Fans irgendwie mehr Stellung nehmen zu der Sache. Ich glaube, dass es eine Band ist, dass wenn du noch immer Fan davon bist, weißt du, was passiert im Moment. Mhm. Ich glaube schon, dass es noch immer Leute gibt, die es einfach hören, weil sie sagen, mich interessiert die Band eigentlich nicht, bis auf die paar Songs, die ich halt mag. Oder das eine Album. Ist auch vollkommen okay. Ich sehe halt da gerade bei der Fanbase ganz stark, dass es sich halt vor allem bei US-Fans gerade sehr spaltet. Eben weil die US gerade sowieso ein Problem haben mit dem. Es haben mich auch einige, ich habe auch gesehen, es haben mich ein paar Leute auf Facebook unfriended aus den USA, die Iced Earth Fans sind, die gesagt haben, okay, jetzt ist die Zeit, wo du Loyalität zeigst, wo du zu John Schaeffer stehst und wo ich halt einfach sage, sorry, für mich als Europäer, für mich als Österreicher, wenn der Typ mit Nazis marschiert und es waren Nazis dabei. Nazis. Und ich rede nicht von rechte Kundge, ich rede nicht von rechts, ich rede wirklich von Leuten, die mit Hakenkreuzen marschiert sind. Und das geht halt für mich nicht. Das geht vor allem nicht, wenn dann einer von deinen langjährigen Freunden aus Deutschland kommt. Wenn du Geschichte magst, das war einfach für mich, das war einfach eine Grenze, wo ich gesagt habe, sorry, du kannst deine Cooks haben, du kannst dann an deine Verschwörungstheorien glauben. Ich kann über viele Sachen hinwegschauen, habe ich auch, aber das ist halt so ein Punkt, sobald du rausgehst und anfängst, Leute zu bedrohen damit, physically, dann fertig. Und ist auch für mich der einzige Weg, damit umzugehen. Ist vielleicht extrem, vielleicht können wir irgendwann jemals in ein paar Jahren wieder drüber reden, aber ich sehe im Metal, ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll davon, dass die Leute so eine verwaschene Schiene fahren. So, ja, aber wer weiß nicht, Dude. Keine Ahnung, wenn der Typ... There's video. Ja. It's slaughter to prevail all over again, man. Ja, das ist so dieses... Hör mir auf. Achso, du meinst dieses Ja, aber die Mucke ist cool. Ja, aber die Mucke ist cool. Und ja, aber der Typ. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ja, das ist so. Die einzige Sache, die halt so lustig ist, ist, dass er halt so ein Vollidiot war und in der ersten Reihe steht. In dem Outfit, in dem er Interviews gegeben hat. Ja, und das ist halt. Er ist so das Paradebeispiel für, okay, ist das jetzt endlich genug, damit wir uns alle klar sein können, dass das einfach nicht geht? On a side note, habt ihr das mitbekommen vom Frontman von King 810? Der dort war, ja. Der war dort, aber nur, dass er Footage für ein Musikvideo drehen kann. Quasi, dass er war schon beim Capitol, ich weiß nicht wie weit vorne oder sonstiges, ja, hat halt den Song performt, sofern ich weiß, ja, und hat sich dabei filmen lassen und ringsherum ist halt nur zugangen. Ja. Was haltet ihr davon? Opportunist. Ein dreckiger Opportunist, oder? Ich meine, schau, es lässt mich dann irgendwie schmunzeln, weil, ja. Ich verfolge sein Rap-Projekt genauso wie King. Er ist ein extrem fragwürdiger Typ in Wahrheit, weil er ist sehr, Schusswaffen glorifizierender, so ein bisschen so Gangster-Rapper-Mentality. Er kommt aus Flint, Michigan, was für alle, die es nicht wissen, trägt den Nickname Murder Town, was ich weiß. Und zählt zu den gefährlichsten Städten der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Wo es die meisten Schusswaffentote in den US gibt. Oder viele. Ja.
bei uns nicht vorstellbar, aber ja, die Stadt schaut aus wie das Set von The Walking Dead. Ja. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Und der war halt dort für ein Musikvideo, für seine Kunst, hat aber quasi, also ist das schon Participation? Wo ist da die Grenze? Es gibt, in Wahrheit gibt es eigentlich eh keine Grenze, aber wo seht ihr das? Wenn ihr diese Story so hört von mir, sagt ihr da schon, okay, gut. Der macht das, dass er, kann man das sagen, er verarbeitet diese Aktion in seiner Kunst dadurch? Oder Verarbeitung, hat er da Anteilnahme? Oder Verarbeitung weiß ich nicht, weil ich habe ja keinen Plan, was für Lyrics jetzt da irgendwie dazugehören oder warum er diese Bilder braucht. Weil ich mein, King ist eine sehr starke Us versus Them Mentality, quasi so, ja. Ja, und wenn du das. Die Regierung lässt uns im Stich, ja, und wir müssen uns immer um uns selber kümmern. Das ist schon richtig, und wenn du diese Lyrik im Kontext von dieser Insurrection siehst, Und wenn es dann oft ein Us versus Them ist er dann nicht mit seiner Aussage im Kontext und diese Bilder, ist er dann nicht eher auf Seiten der Kapitolstürmer? Ich weiß nicht, die Frage ging an dich. Das ist jetzt meine rhetorische Frage, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Metal fragwürdige Persönlichkeiten hat, und ich finde es auch nicht okay, dass Leute halt, wie soll ich sagen, so weit dieser Diskussion aus dem Weg gehen, dass sie sagen, naja, aber sobald du, na, keine Ahnung, sorry guys, we're metal guys in some point, und metal ist nicht immer pretty, und wir sagen zu allem Ja und Amen. Also du musst doch in Kauf nehmen, dass es irgendwann boschen wird, und Metal war immer rebellious in der Hinsicht, was ich halt, ja. Deswegen, ich finde es okay, dass jemand dort ist und sein Musikvideo dreht, holy crap, ja, warum, das ist eine arge Idee. Sicher, ich finde, es könnte ein unfassbar arges Musikvideo werden, keine Frage, aber für mich wäre wichtig, ob ich das befürworten kann oder nicht, für mich wäre wichtig zu wissen, was dieser Song, den er da performt, aussagt oder was der Gedanke dahinter ist. Wenn es eben ein Us versus Them und hier könnt ihr sehen ist, dann ist es so ein you're a bit too much cozying up to them. Ja, voll. Das ist es wirkt ein bisschen auch so wie eine Ausflucht. Ja? Hm. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sagt so, ja, ich war dort, ich feiere es ur, dass ich dort war, aber eigentlich condemn ich das, aber schaut's, wie geil das ausschaut. Ja, das, beziehungsweise, wie gesagt, wenn man ihn kennt, und er macht auch keinen Hehl drum, weil er ist eigentlich sehr, sehr offen zu seiner Sicht der Dinge. Er sieht sich selbst ein bisschen als Poeten sogar, glaube ich, er schreibt sehr viel, hat ein Buch, und es gibt unfassbar viele Podcasts auch von King, ja, und ich meine, ja, wir können uns natürlich sehr schwer vorstellen, wie es ist, in einer Stadt wie Flint, Michigan aufzuwachsen. Was noch dazu kommt, ich habe jetzt leider die Details vergessen dazu, aber die Kleinstadt ist auch bekannt dafür, dass es einen Trinkwasserskandal gegeben hat, dass das Wasser vergiftet war aufgrund von einer Umleitung. Ja. Woher die ihr Frischwasser kriegen. Extrem viel Blei und andere verunreinigt. Ja, genau. Ja. Was ja ein weiteres, und das ist anscheinend, das wurde sehr lange nicht behoben oder es ist überhaupt noch nicht behoben. Ja. Wie gesagt, das müsste ich jetzt nachschauen. Ja. Gab sogar einen Shoutout im letzten Bodycount, in der letzten Bodycount Release, Bum Rush, wo es ja auch so als Side Note nochmal gedroppt wird, dass das noch immer sauberes Wasser. Das können wir uns ja nicht vorstellen, weil wir duschen ja mit Trinkwasser und all, ja. Und dass ein ökologisches Desaster dort ist, zusätzlich zu dass die Police underfunded ist dort und understaffed und dass dort ein jeder 10.000 Schuss Waffen hat und alles natürlich der Drogenhandel sprießt und bla bla bla, ja. Das ist für uns sehr schwer, dass wir uns da hineindenken.
Und das verstärkt natürlich noch für eine Person, die dort aufgewachsen ist, kann ich mir vorstellen, noch dieses, okay, gut, die Regierung gibt eh keinen Fick, ja, über uns und jetzt holen wir uns, was wir uns selber holen können. Ja. Und jetzt sollen schauen, wie sie uns aufhalten. Ich kann nach wie vor nur sagen, ich finde, solche kontroversen Personen sind sehr wichtig für das Genre, weil es immer, weil es ein bisschen, Metal war nie safe for work. Ja, es hat immer gewisse Personen gehabt und Persönlichkeiten, die das halt vorangetrieben haben. Ich meine, Black Metal jetzt mal abgesehen, ja, wo es noch viel, viel extremer ist. In der Hinsicht finde ich schon wichtig, dass es nicht alles peachy ist und ich finde ein bisschen ein Edge ist schon gut. Und ja, ich finde es auch wichtig, aber wie soll ich sagen, es muss eine Grenze geben. Ich finde die Revolt und das Aufzeigen schon auch wichtig, ja, aber es ist auch immer dieses wie kommt man ans Ziel und wie überbringt man seine Message, ja, weil es ist eine sehr kurzfristige Lösung, physische Gewalt wirken zu lassen und irgendwas zu stürmen oder jemand Schaden zuzufügen oder was zu zerstören und bla bla bla. Ja. Ja, es hat immer rein geschichtlich, finde ich, den reiferen Approach und mehr Zuspruch, wenn es Individuen gibt, die ihre Worte nutzen und die Leute so begeistern und so abholen und mitnehmen, ja, als mit Kurzschlusshandlungen, weil das lässt in Wahrheit spaltest du damit dein Following ja auch wieder, ja, wie man in dem Fall Eisdorf sehr, sehr gut sehen kann, die eben, wo auf einmal die Fans sagen so, nein, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben und die andere Seite fühlt sich auf einmal super bestätigt und wird noch radikaler als sie eh schon sind oder trauen sich auf einmal rauszugehen, weil ihr Idol das auch gemacht hat. Ja. Das ist eine riesige Gefahr, die ich in dem Ganzen sehe, vor allem jetzt im Moment, dass die Leute überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr auch zueinander haben und Internet frisst Intelligenz gerade in IQ-Drops. Das ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn und die Leute sind halt so entfernt von der Realität, selber in Österreich, wo Leute sagen, ja, ich hätte gerne eine Rebellion. So, do you know what that fucking means? Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Habt ihr schon mal mit Leuten geredet, die aus solchen Ländern kommen? Weißt du, was das heißt? Ja, eine Rebellion? Das ist das, was mich so aufregt an der Scheffel-Sache, ist dieses I want the Rebellion. Bist du bereit, deinen Strom aufzugeben dafür? Bist du bereit, deine Kinder aufzugeben? Gehst du gerne mit der Waffe aufs Kapitol und bist bereit, Leute zu erschießen dafür? Das ist die Rebellion, die du willst. Romantisieren von so etwas Gefährlichem, das ist auch nicht so. Da denke ich mir, was haben sich die Leute dabei gedacht? Stürzt das Kapitol und jetzt, dann ist alles gut. Nee, es ist wie der Hund, der seinen eigenen Schwanz verfolgt. Ja, voll. So, what are you gonna do with it when you catch it? Voll, what are you gonna do? Und das ist halt dieses Romantisieren war beim Chef halt schon seit Gettysburg. Yeah. So. Und ich bin auf das auch selber reingefallen, weil ich mir dachte, boah, das ist so cool und die Schlacht. Und dann siehst du dir mal Footage an davon und denkst, bist du deppert. Oh, Gott sei Dank. Footage von Gettysburg? Es gibt Fotos. Davon. Ja, in meinem Kopf ist das so, ja, schau dir mal an, der Live-Feed von Gettysburg, wie das damals war. Ja. Auf Twitch. Nein, auf Twitch. Entschuldigung. Auf Twitch. Oh no. Die Leichendokumentation gibt es nachher davon. Und das ist halt so ein Fuck, man. Das ist halt, wo es dann einfach schief abbiegt, wo, keine Ahnung, das Genre kann viel mit Rebellion zu tun würdest haben. Würdest du sagen? Sicher nichts mit so. Würdest du sagen, das liegt halt auch an der amerikanischen Geschichte und an dieser, ich nenne es gern Cowboy-Mentality, dieses The Lone Ranger und allein against all odds und auch dieses self-made man und Teile von dem American Dream, dass das hineinspielt in das Ganze. Ich dachte es, aber ganz ehrlich, in den letzten Monaten und dem, was ich jetzt im Moment sehe in Österreich, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das ein Westing ist. Weil die Leute einfach den Bezug zum größeren Ganzen komplett verlieren.
komplett verlieren, okay, und die Bubbles verschwinden, wo ich mir denke, das gibt es nicht auf beiden Seiten. Mhm. Ja, also ich bin kein Freund von beiden Seiten und du wirst mich auch niemals finden auf einem alle Demonstrierenden sind Nazis und du wirst mich aber auch sicher nicht finden auf einem befolgt alle Maßnahmen bis zum kleinsten Detail, weil ich glaube nicht daran, dass eine von diesen beiden Seiten recht hat und ich sehe aber, dass die Spaltung ist enorm. Und ab einem Zeitpunkt, wo du halt solche Demos hast in Österreich, ich weiß nicht, wie viel noch fehlt bei uns, damit Leute halt auch das einfach snappen. Ja, das ist, was beim Sheffield passiert ist. Der Typ ist einfach gesnappt. Das war kein durchdachtes Ding. Ja, sonst, du gehst nicht mit jemandem, der so eine große Nummer ist bei Central Media, gehst du nicht in der ersten Reihe bei so einer Demonstration hin. Und das ist halt, keine Ahnung, ich hoffe halt, dass die Metal-Fans sind. International sich kein Beispiel an dem nehmen. Weil das ist einfach nicht, was wir da von der Bellen gesagt, so sind wir nicht. Ja. So sind wir tatsächlich, wir sind im Gegensatz zu Österreich tatsächlich nicht so. Ja. Und ich, das ist eben, was mich so aufregt, ist dieses, ein Typ, der halt vorgibt, wie Sachen zu sein haben und so redet, als wüsste er irgendwie mehr von der Welt als der Rest von uns, ist für mich einfach gefährlich. Und ich warne, ich kann nur davor warnen, und ich hoffe, dass Metal halt anfängt, ein bisschen auch seinen Keller auszuräumen und diese Typen einfach rauszuhauen. Weil das war halt für mich echt so ein Ding, so pff, fuck that, wirklich. Wir können sehr froh sein, dass die österreichische Szene eher so Probleme hat wie, boah, die andere Band mag mich nicht oder ich finde keinen Proberaum. Ich finde keinen Proberaum, das ist ein Riesending, ja, vor allem. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ja, aber ich finde dennoch, und da möchte ich keine Zahlen nennen oder so, sondern wenn man der Meinung ist, man hat ein gewisses Following, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung, was man sagt. Weil umso größer dein Following, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Leute mit Ideen ansteckst, die natürlich sehr vorteilhaft sein können für viele. Aber damit kann man andere Leute auch ordentlich in die Scheiße reiten. Ja? Ja. Jetzt natürlich mit seinen Handlungen auch, ja. Aber weil es gibt sehr viele Leute, mich eingeschlossen, die sehr, oftmals unsicher sind, soll ich jetzt das machen oder nicht. Ja? Und wenn ich das bei wem anderen sehe, kriege ich Bestätigung und dann kriege ich auch den Mut, dass ich sage, okay, der macht's, ja, und dem vertraue ich jetzt mal prinzipiell oder der, ja, jetzt mache ich auch so, ja, und werf einen großen Teil meiner Kritik dann overboard. Kommt halt darauf an, wer das macht. Wenn der Peter sagt, okay, das werden wir machen, ja, dann werde ich natürlich offen sagen, okay, Peter hat's gesagt, he's smarter than me. Ja. Passt, machen wir. Dementsprechend ist dann das Zahlenverhältnis auch, ja, also wenn du ein größeres Following hast, ja, ist diese Portionen an Unentschlossenen auch in absoluten Zahlen dann noch größer, ja, und ich finde halt gerade so Kurzschlusshandlungen von solchen Personen dann halt extrem gefährlich, ja. Weil vielleicht wollten die das gar nicht, ja, sondern es war nur eine Initial-Ding, dieses fuck it und oh, jetzt schreibe ich was und storm the capital, ja? Und dann auf einmal passiert es, oh nein, ja? Und dann passiert es aber und das ist dann nicht nur ein Comment im Internet, sondern das sind tatsächlich, wie du sagst, Thomas, das sind dann Verluste in der Realwelt, ja. In der Realwelt, ja. Das ist auch mein Problem. Das ist dann nichts mehr, was man löschen kann, ja? Und was man ansenden kann, ja, das manifestiert sich dann. Diese Kurzschlussreaktionen finde ich wirklich, das soll sich unterbrechen, sind wirklich, das ist wirklich das Problem. Und das ist auch das Problem, das ich gerade sehe im Moment mit dem riesigen Thema Number One, gerade, dass es einfach so viele Kurzschlussreaktionen gibt, ja. Zu sagen, was du findest das nicht gut, dann bist du gleich das. Oh, was, du findest das nicht gut, dann bist du gleich. Zu sagen, hey Bro, ich alle Sachen, die vorgeschrieben werden, mache ich. Everything, ja. Aber es muss möglich sein, ein Spielraum muss es geben, Sachen zu hinterfragen. Ja.
ohne dass das dann ausgenutzt wird von Idioten, die dann einfach, keine Ahnung, in einer Kuschelsreaktion das Kapitol stürmen gehen und sagen, naja, wenn du kritisierst, ich habe gesagt, kritisierst, nicht geh irgendwas stürmen. Ich habe nicht gesagt, bring andere Leute, bring andere Leute in Gefahr. Ich habe nicht gesagt, zum Beispiel, Metal is edgy, das heißt nicht, du darfst, dass du deine Frau nicht schlagen darfst, das heißt nicht, dass du andere Leute abusen darfst, ja, das heißt nicht, dass du eine Ausrede hast, dafür ein Arschloch zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist es, das ist nicht mehr Kritik, das ist einfach nur ein, plain fucking stupid. Ja. Ich sehe halt, die Kutschelsreaktionen im Sinne von Spaltung ist riesiges Problem, finde ich. Ich glaube, das ist ein recht schönes Fazit für heute. War vielleicht nicht so viel zur lokalen Szene heute, aber trotzdem mal wichtig, Metal, auch darüber Metal zu diskutieren. Metal ist keine Entschuldigung, ein Arschloch zu sein. Bam. Steep. 3D And 5. On that bombshell. Ja, voll. Ja. Nächster Podcast wieder zu zweit. I'm out. On that note, Big Boys, endlich wieder da. Wir freuen uns. Die nächsten Male wieder mehr Szene-Relevanz, aber wir bemühen uns. Ja. Ich bin der Jörg. Wo ist der Thomas? Da. Richtig? Nein. Wir sind anders? Ja, okay, irgendwo ist der Thomas, irgendwo ist der Peter. Wir bedanken uns bei unserem Promotion-Partner, die Klangfarbe. Und in diesem Sinne, gesund bleiben und stay big. Yes. Yeah. Pushed.